Ich mache heute wieder einen kleinen Ausflug und große Überraschung, es geht heute wieder ins Kleinkaffee, natürlich. Ich habe mir eben noch mal Vorskizzen für noch eine weitere Tasse gemacht. Ich glaube, es könnte auf einer Tasse ganz süß ausschauen, vielleicht, ja, naja, wir gucken mal. Ich nehme heute auch einfach meine eigenen Pinsel mit. Die hatten nämlich ehrlich gesagt nicht so die beste Pinselauswahl. Es kann also heute nichts mehr schief gehen. Vielleicht muss ich aber nicht alle mitnehmen, es kommt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich nehme nur meine Favoriten mit. Ich habe halt auch selbst wirklich keine guten Pinsel. Gut, das ist die Auswahl, mit der geht's jetzt los. Ich habe gerade meine Pottery abgegeben. Yay! Ich finde vor allem die letzte Tasse, die ich gemacht habe, die sieht richtig nice aus. Also ich finde, es hat irgendwie auf jeden Fall Potenzial. Und ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist, weil der Blauton wird wirklich am Ende so ein richtig dunkles Blau sein, wirklich so Navy Blue. Und auch der Teller wird so knallrot und pink sein, also die Farben werden sich richtig doll verändern. Die haben jetzt extra den Express Burning organisiert. Also das Ganze sollte innerhalb der nächsten 7 Tage fertig sein. Es ist nicht so express, aber normalerweise dauert es hier wohl so 3 bis 6 Wochen. Insofern kann ich mich sehr glücklich schätzen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt, dass ich meine 3 Sachen abgegeben habe und jetzt fahren wir meine Leinwand holen. Ich war nämlich gestern am Kunstbedarf und da hatten die nur so sehr wenig Leinwände und da meinte sie zu mir, gar kein Problem, wir machen ihnen einfach eine personalisierte, wenn sie eine haben wollen. Und ich war so, na klar, eine personalisierte Leinwand, warum auch nicht? Jetzt haben sie mir geschrieben, dass ich sie schon abholen kann. Das heißt, wir holen jetzt meine personalisierte Leinwand ab. Ich dachte, dass ich mir hier so ein bisschen so ein kleines Studio aufbauen könnte. Meine Motivation heute zu malen ist wirklich von 3 auf 10, einfach nur dadurch, dass ich mir diese Ecke eingerichtet habe. Es sieht einfach direkt richtig nice aus. Der Plan mit der Leinwand ist, dass ich nicht nur diese eine Leinwand bemale, sondern dass es insgesamt 3 Leinwände werden und es quasi am Ende wie so ein Set ausschaut. Das Motiv kennt ihr vielleicht auch schon aus dem letzten Vlog, da habe ich das digital gezeichnet und jetzt möchte ich es aber nochmal auf eine große Leinwand bringen. Ich habe jetzt schon die Vorskizze gemacht, das war so ein Krampf. Ich habe bestimmt 3 Stunden dafür gebraucht. Ich habe den Prozess leider nicht ausreichend für euch mitgefilmt, einfach weil es so deprimierend war und so lange gedauert hat. Aber ich habe mit dieser Rastermethode angefangen. Also ich habe ein Raster auf die Leinwand gemalt und dann aber auch in meiner digitalen Vorlage ein Raster über das Motiv gelegt. Dann kann man ja quasi immer so Raster für Raster malen. Das habe ich dann auch teilweise gemacht, aber ich habe teilweise auch mein iPad unter die Leinwand gelegt und dann quasi einfach vom iPad abgepaust. Dafür muss der Raum ja aber sehr dunkel sein, deswegen habe ich das in so einem sehr kleinen Badezimmer gemacht, habe da die Fenster abgehangen und habe dann dafür so eine Stunde von meinem iPad abgepaust. Es war keine spaßige Erfahrung und deswegen habe ich es nicht mitgefilmt. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, ich werde mir hier vielleicht auch einfach noch einen Beamer kaufen, weil ich das wirklich nicht nochmal machen will. Jetzt ist es eigentlich wirklich nur noch so Mal nach Zahlen. Ich muss jetzt ja wirklich nur die Linien malen. Jetzt geht's endlich an die Farbe.
Also ich mache jetzt schon, ich glaube, seit so gut 4 Stunden und es dauert mal wieder länger, als ich gedacht habe. Warum dauert immer alles länger, als ich denke? Ich habe irgendwie einfach eine schlechte Zeiteinschätzung, vor allem wenn es um so kreative Sachen geht. Ich dachte, das dauert vielleicht so 2 Stunden oder so, aber es ist halt einfach sehr groß und ich schätze deswegen da und halt auch ein paar Linien länger. Es ist 20 Uhr. Ich habe so lange für dieses Bild gebraucht. Warum habe ich denn so lange dafür gebraucht? Wenn man sich jetzt anguckt, man denkt doch nicht, dass es so viele Linien sind. Man denkt doch nicht, dass man dafür 8 Stunden braucht. Aber dafür sieht es nice aus. Ich bin wirklich happy. Jetzt muss ich nur noch radieren. Am nächsten Tag direkt angefangen, das nächste Bild zu skizzieren, weil es ja wie gesagt am Ende 3 Leinwände werden sollen, die alle so im gleichen Stil sind und gut zusammenpassen. Ich habe auch schon 2 neue Leinwände bestellt, die werde ich dann jetzt in den nächsten Tagen abholen und dann die nächsten 2 Leinwände bemalen und ich freue mich total. Ich glaube, es könnte alles richtig cool am Ende ausschauen. Schaltet also sehr gerne wieder nächste Woche Dienstag um 18 Uhr ein, da werde ich euch dann beim nächsten Bild natürlich wieder mitnehmen. Schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, welcher Teil vom Prozess euch am meisten interessiert, dann kann ich euch da vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter mitnehmen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!